Heute Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, ein Bundesligist, eigentlich ein Klassenunterschied. Was bringt so ein Freundschaftsspiel dennoch dem tieferklassigen Verein? Ja, ich denke, es ist ein absolutes Highlight für uns als Verein und auch für die Spieler. Ja, und ich denke schon, dass wir sportlich auch eine reizvolle Aufgabe haben. Auch wenn mehrere Klassen dazwischen liegen, denke ich, sollte man schon gucken, dass man phasenweise zumindest auch mithalten kann und somit damit das Ergebnis vor allem dann auch nicht allzu hoch wird. Und meine Spieler sind natürlich hoch motiviert und ich hoffe, trotz schweren Beinen, die im Moment halt aufgrund der Vorbereitung vorhanden sind, dass wir das auch umsetzen können. Wie tritt die Mannschaft heute auf? Ist sie voll besetzt? Gibt es Verletzungssorgen? Mit welcher Mannschaft geht der SCA heute in dieses Spiel? Ja, wir gehen eigentlich mit der bestmöglichen Mannschaft ins Spiel. Schade, dass unser Nummer 6, der Steffen Litzel, ein ganz wichtiger Spieler, ausfällt, verletzungsbedingt. Der hat Oberschenkelprobleme. Florian Hornig ist noch in Urlaub. Ja, das ist wie abgesprochen auch. Alle anderen sind dabei, natürlich alle hoch motiviert. Und somit hoffen wir, mit der bestmöglichen Mannschaft auch ein sehr gutes Ergebnis erzielen können. Und wie geht der SCA Auenstein taktisch dieses Spiel an? Wird man sich zuerst hinten einmauern, schauen, dass man bis zur Halbzeit vielleicht ohne Gegentor bleibt, oder versucht man auch für die Zuschauer aggressiv nach vorne zu spielen? Wie sieht es taktisch heute aus? Nee, eigentlich das Letztere. Wir wollen schon den Zuschauern auch was bieten. Ja, nicht nur ergebnisorientiert verwalten, ja, und uns sehr weit zurückziehen, sondern wir versuchen schon auch unser Spiel durchzubringen und auch, wenn es sogar die Situation erlaubt, auch mal Druck auszuüben auf den Gegner, sodass wir auch in Ballbesitz kommen und dass es dann wirklich ein abwechslungsreiches Spiel wird für die Zuschauer. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier heute aus Hauenstein. Die Zuschauer hier heute im Stadion am Neding erwartet ein echter Fußball-Leckerbissen. Der Oberligist SC Hauenstein empfängt heute den Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern. Trotzdem wird es ein sehr spannendes Spiel mit Sicherheit, denn der SCH steckt voll in der Saisonvorbereitung. Ende Juli geht es dort wieder los und der FCK will sich empfehlen für die Zuschauer hier in der Südwestpfalz, um Zuschauer zu ziehen, auch für die Bundesligaspiele in der nächsten Saison. Deswegen wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit den Highlights vom Spiel SC Hauenstein gegen 1. FC Kaiserslautern. Und die Mannschaften kommen auch schon auf das Feld an diesem heißen Freitagabend. Hier die Mannschaften zum Mitlesen. Gerade beim FCK finden Sie sicherlich viele bekannte Namen. Amedik, Bugera, Lakic, Amri, um nur einige zu nennen. Keine leichte Aufgabe für den SC Hauenstein. Schiedsrichter der Partie ist Timo Gerach. Dann geht es los, der SC Hauenstein natürlich in blau-weiß, die Gäste aus Kaiserslautern in rot. Zu Beginn der Begegnung tasteten sich beide Mannschaften noch etwas ab. Diese Angriffsbemühungen bereits in der 11. Spielminute. Die Zuschauer noch wenig begeistert. Dann folgt ein Zweikampf und der sah auf den ersten Blick eigentlich nicht so schlimm aus. War er aber. Der Lauterer Erwin Hofer bekommt den Ellenbogen ins Gesicht und verliert dabei zwei Schneidezähne. Hier noch einmal zu sehen. Sicherlich keine Absicht, aber dennoch eine unschöne Szene. Der anschließende Freistoß brachte nichts ein. Hofer machte sich auf den Weg zum Kieferorthopäden. Dann endlich mal die Gastgeber. Freistoß in der 20. Minute. Allerdings schlecht geschossen, sie waren noch nicht richtig im Spiel. Die Zuschauer wollten Tore sehen und die bekamen sie dann auch. 25. Spielminute, 0:1 für den FCK durch Lakic. Und wir überspringen ein paar Minuten, bereits Ende der ersten Halbzeit. Zunächst gut gehalten. Und dann ist der Ball schließlich doch im Tor. Wieder ist es Lakic, 0:2. Wenige Augenblicke später, wieder der FCK im Angriff.
Toll gemacht. 0:3. Gleich noch einmal besser zu sehen. Hier kommt es. Und natürlich war es wieder Lakic. Dann war Halbzeit. Der neue Bundesliga-Einheitsball lag dem Favoriten bisher deutlich besser. Vom SCH noch nicht viel zu sehen. Rein in Durchgang 2. Der FCK schon wieder auf dem Weg Richtung Tor. Der Ball ist noch im Spiel. Gut zurückgelegt. Und dann ein schöner Doppelpass. Und das war richtig knapp. Treffer hätte zwar nicht gezählt, aber dennoch eine gute Aktion des Bundesliga-Aufsteigers. Der Ball ging an die Latte. 50. Spielminute. Die Hauensteiner nicht aggressiv genug in der Verteidigung. Zu viel Platz. Der Ball geht allerdings am Tor vorbei. Und wen wundert's? Wieder der FCK. Die Hausherren mit einem Fehler im Mittelfeld. Und im Rücken läuft Amri davon. Und der bringt den Ball rein. Allerdings nicht gut genug. Dann endlich mal der SC Hauenstein. Mit dem Tor. 1:3 durch Stefan Maul in der 63. Minute. Der FCK ließ sich davon aber nicht beirren. Der Angriffszug rollte schon wieder Richtung SCH-Tor. Und da ist der nächste Treffer. Wieder war es Lakic. Sein viertes Tor in Folge, 3 Minuten nach dem Hauensteiner Anschlusstreffer. Weiter der FCK. Keine Verschnaufspause für den Oberligisten, der Ball jedoch weit über das Tor. Nach wie vor sehr hohe Temperaturen im Stadion am Neding. Trinken ist auf jeden Fall Pflicht. Und er sieht schon wieder einer FCK-Ecke entgegen. Das war knapp, wie die Wiederholung zeigt. Weiter geht's. Bereits die 79. Minute. Und der war gut gehalten. Vom SC Hauenstein in den letzten Minuten nichts mehr zu sehen. Und wieder geht Amri schnell auf der rechten Seite. Kommt dort hinein. Und dann der weite Befreiungsschlag und der wird zu einem Angriff. Stefan Maul gegen Matthias Abel und Abel gewinnt. Gut geklärt vom FCK-Mann. Noch 5 Minuten, das weiß auch Schiedsrichter Gerach, der sich gerade vom FCK-Coach Marco Kurz einige Beschwerden anhören musste. Wieder geht es über rechts. Dieses Mal ist es Oliver Kirch. Gute Flanke, Unsortiertheit und das 1:5. Torschütze Ivo Ilicevic. Noch einmal Kirch mit diesem schönen Ball. Und viel zu viel Platz für Ilicevic. Und der FCK hatte noch nicht genug. Nur 1 Minute später. Und der war gut gehalten. Aber es geht immer weiter. Und da war das 1:6 durch den FCK-Neuzugang Ilian Mikanski. Abseits oder nicht, das lässt sich aus dieser Kameraperspektive nicht auflösen. Aber auch der Bundesliga-Aufsteiger mal mit einer Schwäche. Doch Stefan Maul konnte diese nicht ausnutzen.
Dann war es langsam aber sicher soweit. Noch einmal ein Schuss vom FCK und dann war das Spiel zu Ende. Endstand in der Begegnung zwischen dem SC Hauenstein und dem 1. FC Kaiserslautern 1:6. Meinungen? Was sagen Sie zum Spiel? Der FCK hat deutlich gewonnen. War das nach Ihrem Geschmack? Also die richtige sportliche Analyse wird Marco Kurz vornehmen. Uns war es richtig, dass wir uns in der Region zeigen, da wo unsere größten Fans sind. Wir brauchen dieses Gefühl, das Miteinander, das braucht die Mannschaft, das brauchen auch die Fans. Und ich glaube, sie haben heute die 20. Einheit hintereinander im Training hinter sich gebracht. Und von daher gesehen, muss ich sagen, hat die Mannschaft sehr gute Werbung in eigener Sache betrieben. Sie haben es gesagt, Werbung in eigener Sache. Ist das auch so ein bisschen der Grund, um die Fans vielleicht auch nochmal zu mobilisieren für die Bundesliga-Saison, dass sie auch ins Fritz-Walter-Stadion kommen? Ja, das vielleicht ein bisschen weniger. Es ist nur so, dass ja vor einigen Jahren so ein bisschen das Gefühl, das gemeinsame Wir-Gefühl verloren gegangen ist. Und das ist ja nicht, wenn man es einmal wieder zurück hat durch so einen Erfolg wie jetzt den Aufstieg, dass man das dann auf sich beruhen lassen soll. Da muss man immer dran arbeiten. Ich weiß auch nicht, warum man im Sommer irgendwo anders hinfahren sollte. Wir haben in Herxheim dann auch ausgezeichnete Bedingungen im Trainingslager. Und das liegt näher, als bei den Fans zu trainieren, wo man gute Bedingungen hat und sich gut vorbereiten kann. Und für den SC Hauenstein bringt es ja auch viel. Die Amateurmannschaft kann mal gegen eine Profimannschaft spielen. Und auch wirtschaftlich ist es sicherlich nicht schlecht. Ist auch der Gedanke, die Amateurvereine auch zu unterstützen? Ja, das muss so jeder Amateurverein selber so ein bisschen beurteilen, ob sich das lohnt, wenn sie gegen uns spielen, ob man das refinanzieren kann. Aber grundsätzlich ist es schon gut, weil auch unsere Spieler sagen, auch wenn das heute wesentlich härter war als vielleicht gegen eine unterklassige Mannschaft, es war ein sehr faires Spiel, bis auf die Verletzung vom Erwin Hoffer. Aber das ist ein guter Test und ist sicherlich ganz gut, was auch jeder Spieler von Hauenstein mitnehmen kann in neue Saison als gute Motivation. Letzte Frage, Sie haben es gesagt, Sie möchten zwar das Sportliche nicht bewerten, aber trotzdem möchte ich auch auf Ihre Einschätzung nicht verzichten. Wo steht der FCK am Ende der nächsten Saison mit? Womit wären Sie zufrieden? Also ich habe ja keine 8 oder 10 Arme wie der Tintenfisch, der alles richtig voraussagen kann da in Oberhausen. Unser Ziel ist klar, wir möchten in der Klasse bleiben und dafür arbeiten wir. Aber so eine Saison, das haben wir ja gesehen, die ist so unglaublich lang. Da gibt es so viele kleine Geschichten, große Geschichten, auf die man reagieren muss. Ich glaube, dass wir im Moment auf einem guten Weg sind mit unserem Verein. Wird da vielleicht mal eine Stagnation kommen, aber generell wollen wir das weiter so nach vorne treiben. Erste Frage, ein deutlicher Sieg für den FCK. Wie bewerten Sie den sportlichen Erfolg? Ja, für uns ist immer wichtig, dass wir auch Spieler gegen unterklassige Mannschaften sehr ernst nehmen, sehr engagiert zu Werke gehen. Ich glaube, da kann man sich unheimlich viel Sicherheit holen. Ja, es war, denke ich, in Ordnung. Ja. Es war nicht alles blendend, aber ich glaube, dass die Bewegung da ist. Wir haben viele schöne Tore gesehen. Und ich glaube, für den Trainingszustand und für das Pensum war es ein ordentliches Spiel. Die Temperaturen heute waren besonders hoch. Wie beeinträchtigt sowas das Spiel? Ja, es ist nicht einfach zurzeit vom Trainingsrhythmus her das zu gestalten. Und wir haben auch heute früh über 2 Stunden trainiert. Ja, das sind die Begebenheiten, da müssen die Spieler durch. Leider in dieser Phase, wir versuchen ein bisschen von den Uhrzeiten dagegen zu steuern. Aber ja, das ist die Voraussetzung und da muss ich halt auch mal über den Schweinehund gehen. Was kann man als Trainer aus so einem Spiel rauslesen? Mal eine sichere Nummer, aber man macht das ja nicht umsonst, oder? Nein, wir haben ein Steigerungspotenzial von den Gegnern. Wir haben relativ ganz niedrig begonnen. Dann sind wir Verbandsliga zur Oberliga und ab nächste Woche erwartet uns nur 2. Liga, 1. Liga oder Champions League Teilnehmer. Und das ist bewusst gewählt, weil zu Beginn ich keinerlei Rücksicht auf Testspiele nehme, was die Trainingsdosierung betrifft. Und so ein Spiel, wenn ich jetzt vielleicht einen Stürmer rausnehme, wenn er da 4, 5 Tore macht, das gibt mir Sicherheit. Also das ist okay, da steigert man sich langsam in eine Form, die man dann letztendlich auch final im letzten Testspiel so gut gestalten möchte, dass man auch in Osnabrück dann auch in Topform ist. Ein toller Fußballabend geht zu Ende. Die Zuschauer kamen sicherlich auf ihre Kosten.